Heute haben wir ganz was, ein besonderes Thema, ein wichtiges Thema überlegt. Es geht um das Thema Geld. Ich habe jetzt nicht vor, über die wahren Hintergründe des Finanzsystems aufzuklären. Alle, die was ein bisschen damit beschäftigen, wissen, was da rennt. Das ist jetzt nicht unbedingt das Thema. Ich kann da über den Dollar referieren oder solche Sachen. Die wahren Hintergründe bringen nichts. Vielleicht im praktischen Sinne, gerade für uns, die, was wir unter diesem Geldsystem natürlich zu leiden haben, was kann man machen, um, sage ich jetzt einmal, einen gewissen Lebensstandard doch aufrecht zu erhalten. Das geht eher, sage ich jetzt, um die Menschen, das ist an die Menschen gerichtet. Der Großteil der westlichen Bevölkerung lebt ja unter einem Existenzminimum. Die Frage ist einfach, wie kann man, was kann man im praktischen Leben umsetzen, dass man trotzdem, so wie es häufig seinen Lebensstandard behält, aber doch, so wie es einmal, nicht viel Geld braucht. Na, ich fange einmal bei den alltäglichen Dingen an. Das eine ist zum Beispiel, ja, heute habe ich mal vielleicht ein bisschen was Schöneres an. Ui, Wahnsinn, ey. So, Luxus, mal schauen. Ich kriege natürlich keine Werbung. Original Hugo Boss, ja. Interessant ist, was kostet das Teil? 12 Euro, wenn man natürlich Bekleidung zum Beispiel im Secondhand kauft. Dieses T-Shirt habe ich mal am Sonntag gekauft, 50 Cent. Das heißt, grundsätzlich kann man mal bei der Bekleidung enorm viel sparen. Erstens einmal die Frage ist, wo man es kauft, und die zweite ist, wie viel? Also das ist auch wichtig, wir sind in dem Punkt so verdorben, so konsumverseucht. Warum brauche ich 12 Hemden und 7 Hosen und 6 Paar Schuhe und vielleicht 20 Handtaschen? Das ist aber so, die Frage, das macht mich nicht glücklich, also ein Unzufriedener. Wir sind so verdorben, wenn man einfach den Blickwinkel vielleicht jetzt auf andere Kontinente auf dieser Welt richten, die was eigentlich durch unser westlich übertriebenen Lebensstil ausgebeutet werden. Ich habe einmal in Bolivien in Exil gelebt, ein halbes Jahr, und da habe ich meine alten Turnschuhe, die was löchrig waren, im Mistkübel gekauft. Nächsten Tag hat es ein Bolivianer angehabt. Das war irrsinnig beschämend für mich, wie es auf die anderen Welt zugeht und wie auf dem hohen Standard wir sudern und wie verschwenderisch das ist. Das heißt, den grundsätzlichen wo und wie viel. Das ist wirklich immer die Frage, da kann man enorm viel sparen. Grundsätzlich können die Fragen zu, was brauche ich überhaupt, das sind Fetzen, das ist mein nächstes Thema. Ja. Aber das sind einmal zwei Themen, wo man umdenken kann, gerade Geldnot, wie viel Geld geben oft Menschen für Bekleidung aus, und die Frage ist, wie wird die Bekleidung hergestellt in der dritten Welt? Sklavenarbeit. Ein T-Shirt, für die Produktion eines T-Shirts braucht man ungefähr 15.000 Liter Trinkwasser. Das, was dort diesen der schwarzen Bevölkerung einfach weggenommen wird, das heißt, das Ganze ist ein Teufelskreis. Da kann man relativ viel sparen. Das Thema ist grundsätzlich das zweite, wie soll ich das jetzt sagen, Essen. Ist auch so ein Thema. Es gibt da mittlerweile, die letzten 5 Jahre schaue ich immer, es gibt immer diese Aktionen, minus 50% oder minus 25%. Man kann wirklich bewusst in die Supermärkte schauen, und wenn es zum Beispiel Rindfleisch gibt, Rindfleisch wird ja mit dem Alter ja besser, das heißt, je länger es liegt, je besser. Das heißt, der Rindersteak um 50% ist eigentlich ein Geschenk. Und da kann man sich auch, so wie jetzt einmal, hochwertiges Essen auch oft leisten. Sag jetzt in dem Sinne einfach grundsätzlich, dass man da ein bisschen schaut, einfach auch auf vielleicht auf Lebensmittel, die was vielleicht gerade am Tag abgelaufen sind, die sind nicht schlecht, und die einkaufen. Kann man enorm viel sparen. Das zweite Thema ist auch wieder, wie viel. Ja. Grundsätzlich, unser Essen, ob wir Völlerei betreiben, ich will es dem verurteilen, ich brauche mir nur in den Spiegel schauen. Dann weiß ich, gebe ich zu viel Geld fürs Essen aus? Natürlich, Essen kann eine Ersatzdroge, eine Ersatzbefriedigung sein. Das will ich jetzt nicht angreifen. Menschen, die was da Essstörungen haben, leiden ja irrsinnig darunter. Das ist nicht mein Thema. Aber man kann natürlich das auch grundsätzlich in der Therapie
einmal jetzt ein Gespräch machen und sagen, hey, hoppla, ich habe ein Problem mit Essen, beziehungsweise zu viel Essen, das kostet dafür. Dann die Frage ist einfach auch, wie schaut es in meinem Kühlschrank aus? Werden Lebensmittel weggekauft? Das heißt, da gibt es viele Möglichkeiten, wirklich auch Ressourcen zu sparen, wertvolle. Und da kann man, allein die zwei Punkte, kann man irrsinnig viel, sag jetzt, Geld sparen. Dann der nächste Punkt, was auch immer so ein Thema ist, ja, Luxus. Natürlich jeden sei sein Spaß vergönnt, die Frage ist, auf wessen Kosten. Wenn ich zum Beispiel, sage ich jetzt, von Staat, Sozialhilfe, Bezirk und dann auf Urlaub fahre nach Barcelona, um vielleicht mein 10. Handtaschen zu kaufen, dann stellt sich die Frage, ist das ausgewogen, ist das gut? Oder anderes Beispiel, wenn ich auf einer 300 Quadratmeter Wohnung in Landhausstil lebe und immer nur zu wenig habe und gleichzeitig Mindestsicherung und Sozialhilfe beziehe, dann ist die Frage, dann passt was nicht im Grundgedanken. Das kann nicht sein. Die Frage ist einfach auch, ich kann nicht meinen Luxus auf Kosten anderer durchdrucken. Das ist für das Gesamtwohl nicht gut. Das heißt, wenn irgendwer geschädigt wird, dass es mir finanziell besser geht und der vielleicht dann leiden und darben muss, dann schaut das was anderes aus. Natürlich was anderes ist zum Beispiel, wo ich bei den kommunistischen Gedanken bin, die Superreichen, denen tut es nicht weh, wenn man denen, wenn die ein bisschen was hergeben. Aber so ist es, man kann nicht ein Luxus leben und dann vielleicht die was eh nichts mehr haben, nur mehr ausziehen. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, da geht es einfach einmal geistige Grundeinstellung, übrig ist natürlich einmal eine geistige Grundeinstellung. Das heißt grundsätzlich, es gibt ja sogenannte Gott Mammon, ja, der was auch angebetet wird, beziehungsweise wir sind in dieser Konsumgesellschaft dazu hin gedrillt worden, diesen Gott anzubeten. Und ich merke zum Beispiel oft in religiösen Kreisen, wenn es um Scheidungen geht, dann auf einmal werden die Menschen nicht mehr religiös, dann geht es nur mehr darum, ich will das Haus, ich will das, dann geht es nur mehr um das Materielle. Also ich will einfach nicht, mit wessen Gott man oft wirklich dient. Das ist eine sehr, 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 sehr schwierige Drogensucht, für die einer freizukommen. Ich würde sagen, das ist schlimmer wie Morphium und vielleicht auch Opium oder sonst irgendetwas, weil wir einfach so gedrillt sind auf dieses Konsumdenken. Es ist sehr, 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 sehr schwierig, da einfach für uns auszusteigen. Grundsätzlich, es tut uns nicht gut. Das sind aber drei Punkte. Dann das nächste Thema, Wohnung. Ja, jeder soll sich einmal fragen, grundsätzlich, warum brauche ich zum Beispiel als Bau 100 Quadratmeter Wohnung? Wenn ich mir das leisten kann, ist es okay. Die Frage ist einfach, ich sollte grundsätzlich selber mich fragen, immer nach der Decke zu strecken, was ist in meinem Budget drinnen. Das ist genau das Thema zum Beispiel Sozialleistung. Manche suchen sich eine Wohnung und rechnen bereits schon die Wohnbeihilfe für ihr Einkommen mit ein. Da passt was nicht. Der Sozialstaat wird definitiv kollabieren. Das heißt, wenn ich jetzt schon auf Pump lebe und sage jetzt einmal immer von Beihilfen und Sozialleistungen abhängig bin, dann werde ich irgendwann einmal komplett zusammenbrechen. Das wird nicht mehr funktionieren. Das heißt, auch da Sozialleistungen sollen wirklich auch für Menschen da sein, die was wirklich mit der bewindelt sind. Das ist viel wieder Missbrauch betrieben. Und da will ich gar nicht über die Ausländer schimpfen. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Inländer, die was das sehr geschickt missbrauchen und gebrauchen und oft mit ehrnere Tricks oft auf mehrere tausend Euro im Monat kommen und dann immer glauben sie und spülen sie es an so arm. Also da, ich kann nicht was einkalkulieren, was ich bereits gar nicht habe. Und so wie in Zeiten wie diesen auf den Sozialstaat zu verlassen, das ist eine sehr gefährliche Sache. Also da bewege ich mich auf sehr dünnen Glatteis. Grundsätzlich auch dieses Thema Ego. Ego und Single-Leben. Man merkt einfach immer mehr, die Betriebskosten, die Mieten steigen. Das heißt, dieses Ego-Dasein werden wir es in Zukunft, also gerade wir, die was nicht unbedingt den nachrennen, sondern wo wir wissen, es gibt andere Werte auf dieser Welt, nicht nur dieses depperte Papierfutzerl, Geld, Schein, es ist Scheingeld, es ist ja gar kein echtes Geld. Diesen Ego-Trip werden sie die meisten auch nicht mehr leisten können. Das heißt, man wird dann einfach auch wieder
aus dieser Not heraus gezwungen sein, wieder zusammenzurücken. Da gibt es einfach kleine Wohnkommunen zu bilden, kleine Genossenschaften, wie man es auch nennt, das ist ja wurscht, ich sage jetzt einmal Kommunen. Es wird die Zeit kommen, wo die Menschen einfach wieder lernen werden, dass soziale Bindungen wichtiger sind. Dieses Ego-Leben kann man es nicht mehr leisten. Also gibt es ein paar Punkte, es gibt natürlich einige andere Punkte. Und ich will da jetzt nicht verurteilen, wann sich wer das leisten kann, und das braucht, soll er das machen. Die Frage ist, wenn ich merke, ich lebe eh schon immer an der Grenze, dann ist es einfach grundsätzlich die Frage, was bringen wir diese Dinge? Ja, was bringt mir das im Grunde genommen? Wenn ich jetzt 10 Handtaschen habe, brauche ich auf einmal einen größeren Schrank. Brauche ich auf einmal eine größere Wohnung. Grundsätzlich ein sehr bekannter Quantenphysiker und Atomphysiker, der Hans-Peter Thür, hat einfach auch im Max-Planck-Institut berechnet, dass wir Europäer durchschnittlich 33% über die Ressourcen leben, was unser Planet verträgt. Das heißt, wir beuten unseren Planeten auf. Das heißt, grundsätzlich in allen Lebensbereichen, sage ich jetzt einmal ungefähr, wenn ich das zurückrechnet, waren es 50% weniger, sage ich jetzt einmal ein Drittel weniger. Und schauen, würde das System in Gleichgewicht sein. Das heißt, wenn wir sowieso nicht zurücksteigen von unserem übertriebenen Lebensstandard, wären wir sowieso aus der Evolutionskette ausgeschieden, werden wir den Planeten sonst zerstören. Das wird das Universum nicht zulassen. Was heißt, zwar ein Drittel weniger ungefähr, allgemein, ich fange an, statt 3 Urlaube im Jahr, warum nicht 2? Es geht ja nicht darum, einen asketischen Wohnungsstil, statt vielleicht einer 120 Quadratmeter Wohnung, einer 80 Quadratmeter Wohnung. Vielleicht statt nur mehr Überstunden und nur mehr arbeiten, man nimmt ja dann den anderen wieder Arbeit weg. Also die hat man nicht vergessen. Wenn ich jetzt mehr Arbeit nehme, den anderen, der was vielleicht wirklich notwendig hat, die Arbeit weg. Warum vielleicht statt mehr Lohn, einfach weniger Lohn? Das heißt, warum? Da sind wir wieder bei dem Thema Wohnraum. 33% der kleineren Wohnung bedeuten 33% weniger Heizkosten, Betriebskosten und so weiter. Das heißt, das ist ein Dominoeffekt. Das ist einmal sehr interessant. Auch zum Beispiel beim Einkaufskorb grundsätzlich, warum muss ich immer voll alles Wagen auffüllen, bis dann geht, immer mal bewusst einmal weniger. Auch mein körperliche Wohlbefinden wird es mir dankbar sein, wenn ich da abspecke. Aber beim Kleiderschrank, man muss ja nicht gleich radikal abrüsten, sondern mal ein Drittel weniger. Grundsätzlich, man schaut einmal die Keller an. Die Kellerräume sind bummvoll, meistens vollgestopft mit Sachen, die man nicht braucht. Grundsätzlich nach dem Motto, überall ein Drittel weniger und schauen, wer die auch ein Drittel weniger zum Schwimmer kommen finanziell. Das Ganze ist natürlich irrsinnig ausbaufähig. Der Grundgedanke ist der, habe ich den Willen, gewisse Dinge zu ändern, denke auch an das Gemeinwohl, solange ich nur an mich selber denke, dass es mir gut geht. Natürlich, wenn die Mare immer fetter wird und immer mehr Speck frisst, wird einfach der Speck einmal gar sein und die Mare wird auch sterben. Das heißt, wir brauchen wieder ein kausales, zusammenhängendes Denken. Das heißt, dass wir auf diesem Planeten ein lebender Organismus sind und wenn ich zu viel habe auf Kosten bei einem anderen, dann wird das gesamte System zusammenbrechen. Wir brauchen da Umdenken, also ein Bewusstsein, sage ich, okay, das sind wertvolle Ressourcen, wie gehe ich damit um? Und eine Umgewöhnung weg von diesen Konsumgötzen, der was uns wirklich alle ruiniert und auch die zwischenmenschlichen Beziehungen zerstört, ist ein schwerwiegender Prozess und ich würde sagen, das ist einer der schwersten Drogensuchten und Drogenabhängigkeiten, die was wirklich wir in der westlichen Welt haben. Und auch das zu bekämpfen, wird ein schwieriger, langwieriger Prozess, der was sich natürlich rentieren wird, auch für die Mutter Erde. Und ich bin da am Weg, ich hänge da genauso drinnen. Das ist ein Prozess, wo man nie fertig wird. Aber doch lohnt es sich, dass wir einfach auch dann auf diesem Planeten eine Zukunft haben und dass einfach die Evolution uns nicht ausscheidet, weil wir einfach zu viel beanspruchen. Und da wünsche ich uns alle viel Erfolg,
viel gelingen, einfach in den kleinen täglichen Dingen zu überlegen, weniger ist